Mama, kann ich zur Diddy-Party gehen? Was? Nein, natürlich nicht. Was ist das überhaupt? Es ist eine Party, zu der viele Prominente gehen. Ich wurde eingeladen. Nein, du kannst nicht auf eine Party gehen. Du hast Prüfungen. Bitte, Mama, das ist eine einmalige Gelegenheit, betender Babu. Na gut, du kannst gehen, aber nur, wenn dein Vater es erlaubt. Ich liebe dich so sehr, Mama. Du bist die fürsorglichste Person überhaupt. Popo-Emoji. Oh, danke, mein Sohn. Fliegende Popos. Ich frag jetzt Papa. Hey, Papa, kann ich zur Diddy-Party gehen? Nein, du hast Prüfungen. Okay, gut. Kannst du mir dann bei den Hausaufgaben helfen? Ja, klar. Was steht hier? Für welches Fach ist das? Deutsch. Wir sollen damit unseren Wortschatz verbessern. Aber ich kann das hier nicht herausfinden. Bitte hilf mir. Dort steht, du kannst zur Diddy-Party gehen. Danke, Papa. Ich habe noch ein weiteres, bei dem ich Hilfe brauche. Dort steht, du hast meine Erlaubnis. Wow, Papa, du bist so gut. Wie wäre es mit diesem hier? Das kann ich nicht machen. Das sieht sehr schwer aus. Bitte, Papa, das ist das Letzte. Du willst doch nicht, dass ich durchfalle, oder? Bitte, Papa. Oh, ich hab's. Ich treffe alle Entscheidungen in diesem Haus. Du bist der beste Papa. Danke. Kein Problem, mein Sohn. Lernst du noch für deine Prüfung? Natürlich, Papa. Mach ich gerade. Wann kommst du von deiner Geschäftsreise zurück? In 2 Wochen. Mama, schau. Papa hat gesagt, ich kann zur Party gehen. Er hat gesagt, er trifft alle Entscheidungen in diesem Haus. Wow, ich werde mit ihm reden müssen, wenn er zurück ist. Ich schätze, du kannst jetzt gehen. Viel Spaß auf der Party. Yay! Ich kann es kaum erwarten, gediddelt zu werden. Yippie!